Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die uns jetzt noch per Livestream folgen, Ihnen einen besonders herzlichen guten Abend. Jede neue Steuer hat etwas erstaunlich Ungemütliches für denjenigen, der sie zahlen oder auch nur auslegen soll. Ein Zitat nicht nur für Feinschmecker der Steuer- und Finanzpolitik, nein, auch seit geraumer Zeit für uns Forschungspolitikerinnen und Forschungspolitiker. Und nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Zitat stammt nicht von unserem Finanzminister AD Dr. Wolfgang Schäuble, sondern es wird Bismarck zugeschrieben. Aber es beschreibt ganz gut den Gemütszustand des Finanzministeriums in der letzten Legislaturperiode, wo in aller Regelmäßigkeit Ideen und Konzepte zur steuerlichen Forschungsförderung nämlich in den Schubladen verschwanden und nicht etwa ankamen in den Finanzämtern unseres Landes. Aber, liebe Frau André, hier die gute Nachricht. Wir haben ja jetzt einen Finanzminister mit Olaf Scholz, der sich davon emanzipiert hat, der vor 4 Wochen hier in dem Hohen Hause auch erklärt hat, die steuerliche Forschungsförderung wird kommen. Und wir haben ja mittlerweile auch veröffentlichte Eckpunkte der unionsgeführten Häuser Bildung und Wirtschaft. Und so wie es sich gehört, werden die auch Einfluss nehmen bei einer großen Koalition in das Papier von Olaf Scholz. Ich könnte jetzt diese Eckpunkte bewerten. Wir könnten uns über Hebelwirkung, Beschäftigungseffekte, Steuergutschriften, Optionszwang, Mitnahmeeffekte etc. pp. Unterhalten. Aber Sie merken, es wird kompliziert und es liegt nicht nur an der Uhrzeit. Es wird kompliziert, aber unsere Aufgabe ist es, es einfacher zu machen. Wir wissen doch alle, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen es schwerer bei der Projektförderung haben. Das liegt nicht etwa daran, dass sie nicht dem intellektuell gewachsen wären, einen Fördermittelantrag zu stellen. Aber die Expertise und den Personalkörper für ein gutes Fördermittelmanagement, den bringen sie ganz oft einfach nicht mit. Und deswegen brauchen sie eine Förderung, die unbürokratisch und direkt bilanzierbar ist, die mit einer steuerlichen Förderung sich sofort in ihrer Gesamtlohnsumme niederschlägt, wenn Sie in Ihr Lohnbüro marschieren. Und zweitens, stellen Sie sich auch ein Unternehmen vor, das nur noch ein Chemiker beschäftigt. Dieser Chemiker steht aber kurz vor der Rente. Dieses Unternehmen findet keinen neuen. Auch diesem Unternehmen muss es gestattet sein, Auftragsforschung zu vergeben und dafür steuerlich begünstigt zu werden. Das sind zwei Beispiele, die deutlich machen, dass wir mit der steuerlichen Forschungsförderung die kleinen und mittelständischen Unternehmen direkt erreichen. Jene Unternehmen im Übrigen, in denen sich die Mehrzahl der Arbeitsplätze in Deutschland befindet. Und lieber Herr Sattelberger, ich will mal nicht nur über Bayern reden. Ich weiß, Sie brauchten heute einen Wahlkampfspot für die Bayernwahl, aber ich will mal über Brandenburg reden. Da komme ich nämlich her. Wir haben eine ganz, ganz kleinteilige Wirtschaftsstruktur. 75% unserer Unternehmen sind kleiner als 259 Beschäftigte. Aber die sind unseres Glückes Unterpfand. Und genau diese Unternehmen müssen wir auch fit machen, fit für die Zukunft. Und da sage ich ganz im Sinne auch von Christine Lagarde, wir müssen das Dach in Ordnung bringen, wenn die Sonne scheint. Und jetzt sprudeln die Steueraufkommen. Und jetzt ist es an der Zeit, sie Gewinn bringt und unbürokratisch auch einzusetzen. Im Übrigen für den Lackierer aus Merose, der sich um Beschichtung kümmert, genauso wie für das Hightech-Unternehmen Ripak aus Potsdam, was maßgeschneiderte Impfstoffe für Tiere anbietet. Das ist für mich nämlich nachhaltige Forschungspolitik, aber vor allen Dingen auch nachhaltige Arbeitsmarktpolitik, weil das sind die guten Arbeitgeber von heute und das werden hoffentlich auch die guten Arbeitgeber von morgen sein. Die steuerliche Forschungsförderung kommt. Das haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Über die genaue Ausgestaltung werden wir diskutieren, wenn der Entwurf aus dem Finanzministerium vorliegt. Und liebe Frau André, ich verspreche Ihnen, das wird nicht noch mal eine Legislatur dauern. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Norbert Maria Altenkamp für die CDU-CSU. Danke.